Und es ist mal wieder Podcast, meine Kerle, in gewohnter Dreierbesetzung. Willkommen zurück, Jean. Einen wunderschönen guten Abend und meine Stimme ist mal wieder halbwegs okay. Hi. Ja, das ist sehr schön. Ja, also Grüße auch an alle, die jetzt bei mir zu gucken, bei Micha oder bei Jean, egal wo auch immer ihr seid, alle gegrüßt. Grüße aus dem Norden, in wo auch immer, in welcher Richtung ihr jetzt sein mögt. Oder natürlich auch zuhören, ne? Ja, wir haben ja auch ganz, ganz viele fleißige Zuhörer im Nachhinein. Immer sehr, sehr cool, ne? Und auch kontinuierlich immer mehr. Ich beobachte das ja aus Gründen der Verwaltung. Das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall richtig gut. Sorry, ich bin irgendwie reingegrätscht. Was wolltest du sagen? Ich wollte nur und damit herzlich willkommen an alle Zusehenden auf allen Plattformen und auch später an jeden einzelnen Zuhörer, den wir dann noch bei Spotify haben oder auch später auf YouTube. Genau, und bei PeerTube landet das auch später nochmal. Stimmt. So ein extra Kanal, so ein Duplikat quasi für alle, die kein YouTube mögen. Ja, wir haben das vorbereitet. Der Jean ist wieder fit und ja, jetzt sind wir zum ersten Mal zu dritt mit ohne Plan. Das ist richtig schön, ne? Ja, ich kann da mal, ich kann mal kurz erzählen, ne? Also ich war in München und danach einen Tag später in Würzburg und tatsächlich waren diese beiden Tage doch sehr anstrengend in gewisser Form. Was ich das gemacht habe, das war auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend, sage ich mal, war aber auch eine sehr, sehr, sehr coole Zeit. Dadurch hat sich aber mein Körper tatsächlich so gesagt, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und jetzt war ich tatsächlich 2 Wochen komplett out of order. Ja, ich habe mir extra das erste Mal in meinem Leben Disney Plus geholt, dieser Streamingdienst, damit ich endlich mal die ganzen Star Wars-Serien nachholen kann. Aber in der dritten Woche wurde das schon langweilig. Dann habe ich auch vieles programmiert. Und gegen Ende der zweiten Woche habe ich dann versucht, wieder mit meiner ganz, ganz schlimmen Stimme auf Linux als Admin 1-2 Videos hochzuladen. Die sind jetzt tatsächlich vorgestern und gestern, glaube ich, erschienen. Django und Python, das ist das, was ich tatsächlich sehr, sehr, sehr viel mache, mit Docker auch unter anderem. Wer da so ein bisschen in die Programmierung reingehen kann oder möchte, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und ja, deswegen bin ich jetzt wirklich, ich glaube, 2,5 bis 3 Wochen komplett ausgefallen. Und jetzt ist es aber, glaube ich, fast 4 Wochen schon wieder her. Und jetzt ist es langsam wieder gut. Und jetzt werden alle anderen in meiner Umgebung krank. Von daher habe ich das hinter mir. Und, so wie es immer ist. Naja, trotzdem. Es geht die Reihe rum. Wo war denn eigentlich deine Tierlist? Von den Linux-Distros, war das auf Admin oder war das auf dem Hauptkanal? Meine Tierlist war auf dem Hauptkanal, ja. Die habe ich tatsächlich noch vor, einen Tag oder 2 Tage vor meiner Krankheit aufgenommen. Und das ist ewig nicht rausgekommen, weil ich mir gesagt habe, ja gut, jetzt bin ich noch krank, dann mache ich es nächste Woche oder sowas. Weil ich schon erwartet habe, dass es auf jeden Fall ganz gut Aufmerksamkeit, ich denke mal, geben wird. Genau, dann ging das raus, ne? Wobei ich muss sagen, so im Nachhinein bin ich nicht zu 100% zufrieden mit meinem Video. Manchmal habe ich die Sachen dann doch etwas zu flapsig, zu flach begründet, muss man sagen. Aber generell, habt ihr euch das Video angeschaut, beziehungsweise was ist eure Meinung zum Ranking? Ich wollte nämlich darauf hinaus, ob du mitbekommen hast, dass da schon die ersten Leute drauf reagiert und ihre eigene Ranklist erstellt haben. Ich wollte eigentlich mir wegspeichern, wer das war, aber Kenner werden jetzt am Konjunktiv erkennen, ich hab's vergessen. Es tut mir leid. TV wollte das machen. Ja, Pinguin TV, ich hab's mir noch nicht angeschaut. Also er hat ganz, ganz lieb auch nach der, Berechtigung gefragt, ob er das machen darf. Natürlich, ne? Sehr, 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 sehr gerne. Auf jeden Fall. Darf jeder natürlich. Das werde ich mir aber anschauen. Ne? Ich schau mal, ob er da was hoch... Ja, doch, er hat was hochgeladen tatsächlich. Mein Distro-Linux-Ranking. Bin ich mal sehr gespannt. Ja, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ist, muss man sagen, ja schon relativ oberflächlich. Ne? Also man kann da jetzt keine, wie viele Distros waren das jetzt, circa 20 Distros, in einer halben Stunde wirklich super gut argumentieren. Deswegen packe ich das da rein, deswegen das andere da rein. Von daher war das mal ein cooler Versuch. Ich habe es vor
ich glaube, in einem Jahr irgendwo im englischsprachigen Bereich irgendwann mal gesehen. Habe es mir tatsächlich nicht angeschaut, weil ich mich nicht beeinflussen lassen wollte. Das mache ich eigentlich mit allen Videos so. Genau, die Idee ist ganz lange rumgeschlummert und irgendwann habe ich gesagt, hey, komm, jetzt ist eigentlich mal ein cooler Zeitpunkt, das einfach mal zu machen. Und es gibt ganz viel Diskussionsbedarf darüber, das ist ganz schön. Viele stimmen auch zu, sage ich mal, der groben Order. Und genau, ja, ne, wenn hier live Leute, die jetzt hier live mit dabei sind, das gesehen haben, ne, gerne mal reinschreiben, ob ihr das gut fandet oder so semi-gut. Ne. Was wäre denn bei euch Platz 1 ne, gewesen für eine Distro? Oder welche Distro wäre bei euch Platz 1 in gewisser Weise? Ihr da Hauke, ich lasse dir den Vortritt, du warst die letzten Minuten so ruhig. Das stimmt, da hatte ich noch ein bisschen Zeit, mich noch ein bisschen zu räuspern und habe mich stumm geschaltet. Super Sache eigentlich. Hat noch nicht so den Durchbruch geschafft. Also von wegen, was ich am häufigsten benutze, ist es Debian, ist das wunderbar eingelaufene Paar Schuhe, was ja einfach funktioniert, das macht, was es soll. Ist unspektakulär. Ja, und die Derivate davon, also Ubuntu ist bei mir eher so auf dem absteigenden Ast wegen mehr oder weniger politischer Entscheidungen, die da getroffen wurden, die ich nicht immer so toll finde. Und ja, dass die viele Dinge versuchen neu zu erfinden und das dann nicht so richtig klappt und was weiß ich. Also von daher finde ich Ubuntu jetzt nicht mehr so super toll, aber wenn es gebraucht wird, nehme ich es trotzdem. Und Linux Mint für viele andere Dinge auch. Also das ist dieser Debian und Debian-Derivat Hauptbereich, den ich so habe, eigentlich für alles durchweg. Ja, natürlich und nach einer Montana Linux. Ja, das sowieso. Und das Biber OS, da weiß ich noch nicht, wo ich das ein... müssen wir uns nochmal angucken. Also dann können die Sinder ja genau eingruppieren, wie das nun so ist. Und im Zweifelsfall, wenn es KDE ist, natürlich den Fluffy Bunny Desktop dazu, damit es schön puschelig wird. Ja, und so andere Sachen wie einmal Linux habe ich ja mal eine Zeit lang gemacht. Brauche ich im Moment nicht. So ein paar Exoten, die sogar auf BSD laufen, ja, aber wirklich Distribution ist das schon Debian und Debian-Derivate bei mir. Im Herzen auf jeden Fall auch. Voll. Ja, stimmt. Was sagst du dazu, Micha? Ich habe da eine komplett andere Meinung zu. Ich hätte gar nicht so ein Ranking gemacht, weil... Hau raus, ja. Im Endeffekt ist es, wie es der Name schon sagt, eine Distribution. Das ist einfach nur ein vorgefertigtes ja, Zusammenspiel von Software, die irgendwie den Linux-Kernel mit als Grundbasis haben. Da kann man jetzt Favoriten haben oder auch nicht, aber für den einen oder anderen Einsatzzweck, also ich hätte es gar nicht wirklich gerankt. Also ich würde mich auch komplett schwer tun, das wirklich objektiv machen zu können. Aber aktuell wäre Debian bei mir sehr weit oben, weil es halt auch das universelle Betriebssystem ist, so wie sie es ja selber titulieren. Man kann sehr viel draus machen, die Basis ist stabil, aber Einsteiger haben da so ihre Hürden, sagen wir es mal so. Man muss schon wissen, was man tut bei Debian. Ja, ich muss sagen, ich hatte tatsächlich zu Debian einen super, super Draht, immer noch in gewisser Weise einen super, super Draht, aber das Ding, was ich ja bei Linux Guides Admin gebracht habe, mit dem, dass wir eine Kernel-Panic ja, auf Debian hatten bezüglich proprietären NVIDIA-Treiber, was ja dann doch ein paar Leute sind, das hat schon mein Vertrauen etwas erschüttert. Deswegen ist Debian auch nur im oberen Mittelfeld gelandet, sage ich mal, und nicht in den Pole-Positions. Ja, es ist schade, muss ich sagen, ne? Dass es da so dann doch einen kleinen Downer jedenfalls bei mir bekommen hat. Aber ansonsten, muss ich sagen, war ich auch bis dahin auf jeden Fall auch nochmal ein viel, viel größerer Debian-Fan. Der Markus und Ingo schreiben es auch, ja. Das Video auf Linux Guides Admin diesbezüglich haben sie gesehen und fanden es gut. Schön, ne? Freut mich. Obwohl man merkt schon tatsächlich, dass auf Linux als Admin die Klicks schon deutlich weniger sind, was ja auch vollkommen okay ist. Das merkt man dann schon. Und der Uwe schreibt, Platz 2 wäre Debian, Platz 1 Manjaro. Ne? Okay. Ne? Ich muss sagen, ich habe Manjaro auch relativ hoch gewertet, obwohl ich da gar nicht so viel krass zu tun habe.
Aber es wird tatsächlich medial ziemlich zerrissen in den letzten Monaten und Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, weil die ein paar Fehler in irgendwelchen Signaturen oder sowas hatten oder die abgelaufen sind und das irgendwie zweimal innerhalb 2-3 Jahren ist sowas passiert. Und irgendwie haben ganz viele Leute Manjaro auf dem Kieker, was ich eigentlich richtig schade finde, weil die Distro sich dann doch extrem viel Mühe gibt mit dem eigenen Testing, Branch, Bereich und so. Das finde ich irgendwie schade. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ist hier im deutschsprachigen Raum jetzt nicht groß aktiv. Ich habe ja auch sehr lange selber Manjaro genutzt auf dem Desktop, bis ich dann gesagt habe, ach, manchmal sucht man dann halt auch andere Sachen und zieht weiter. Aber die Zeit mit Manjaro war eigentlich immer sehr, sehr schön. Ja, ist eigentlich früher so eine richtig krasse Hype-Distro gewesen, würde ich mal sagen. Die aktuelle Hype-Distro ist, würde ich sagen, Endeavor OS oder MX Linux, ne? Sind jetzt so die Hypes. Und ich habe das Gefühl, dass man von MX Linux, das Gefühl, dass man von MX Linux in den nächsten 5 Jahren gar nicht mehr so richtig viel mitbekommen wird, sage ich mal. Nicht, dass es das nicht mehr geben wird, aber ich glaube, dass es dann vielleicht genauso ein bisschen den Weg leider erfährt wie Manjaro. War ja früher mit Mint auch so, ne? Als Mint damals, als ich, glaube ich, angefangen habe mit Mint-Videos, da war das auf Distro-Platz, auf Distro-Watch auf Platz 1, glaube ich. Ja, ist ja echt schon damals. Ich glaube, ich habe mit Mint-Videos 2017 angefangen, ne? Das ist dann doch schon eine Zeit lang her, glaube ich, ungefähr. Als mein Rechner abgestürzt ist, das war eine andere traurige Geschichte. Beziehungsweise meine Festplatte, die hat es dann nicht mehr überlebt. Aber jedenfalls, da war Linux Mint voll im Hype und Linux Mint ist aus dieser Hype-Phase draußen, hat aber trotzdem, ich weiß nicht, natürlich, ich bin in einer gewissen Bubble, ne? Also viele Linux-Guides-Abonnenten sind auch Mint-Nutzer und so weiter, habe ich in verschiedenen Umfragen auch gesehen. Von daher ist manchmal, ne, auch schwierig, das zu beurteilen, inwiefern man einen richtig guten Durchschnitt natürlich bekommt. Aber so in meiner Wahrnehmung ist Linux Mint dann doch schon echt auch noch weiterhin sehr stark etabliert. Aber vor allen Dingen, wenn ich den Linux-Support auch so bekomme, ja, da sind auch viele, die Linux-Guides nicht kennen, die über die Google-Suche kommen. Da sind ganz viele, die Ubuntu tatsächlich auch nutzen. Na, was ich tatsächlich auf meinem YouTube-Kanal auch mitbekomme, aber glaube ich nicht so krass. Ne? Ja. Und die anderen Distros haben wir gefühlt nie im Support. Also schon mal Manjaro, schon mal ein Arch, auch häufiger mal OpenSUSE, aber ansonsten irgendwas Ubuntu-basiertes oder Linux-Mint-mäßiges. So, die anderen, die kommen gar nicht vor. Aber vielleicht ist das dann halt eine andere Zielgruppe. Ne? Also ich glaube, ein Fedora-Nutzer wird in der Regel sich selber helfen können. Ne? Und auch die meisten Arch-Nutzer sozusagen. Ne? Aber das ist so die Sache. Ich bin gespannt, was die nächste Hype-Distro wird. Also ich habe gerade noch mal geguckt bei DistroWatch. Also MX Linux ist auf Platz 1 und danach kommt schon Mint auf Platz 2. Was? Die sind auf Platz 2 noch? Ist ja fast der Hype noch. Aber ja, das ist ja auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also ja, das ist ja. Ist ja auch so ein Raketeneffekt, ne? Wenn da oben was Neues steht, dann schaut sich das jeder an und dadurch gehen natürlich die Klicks höher. Und ein Debian, was ja jedes Schwein kennt, das ist auf Platz, immerhin auf Platz 4. Wann hast du angefangen, Jean? Kannst du das noch einschätzen? Welches Jahr 2017? Das war? Also ja, angefangen mit Linux Mint Videos 2017 ungefähr, 2016, 2017. Ja, ganz da genau war Mint ganz oben, danach Debian, Manjaro, Ubuntu. Ja, ja. Ach, stimmt. Ah, Zeitraum kann man auswählen, ne? Ja, na klar. Hier, ne? Wenn wir schon die Möglichkeit haben, dann... Wow. Mint, Debian, Manjaro, ne? Manjaro war damals der heiße Scheiß. Gab es Manjaro, wo Manjaro auf Platz 1 war? Schaue ich mal durch. Glaubst du, war eigentlich. Also, ich habe Manjaro Version 0.86 angefangen. Ist die hier überhaupt noch in der Liste drin? 2018 war Manjaro auf Platz 1. Ne? 2018. Ja. Und ab 2019 MX Linux. MX Linux ist ist 2013 rausgekommen. So lange habe ich doch noch nicht Manjaro am Wickel. Krass. Könnte aber sein. Vielleicht hast du einfach eine alte Version installiert. Naja, also ich habe es ja benutzt, noch bevor es wirklich im Hype war. So gefühlt. Ich finde es immer schön, wenn man irgendeine Distro oder irgendeine Sache hat, die man nutzt und irgendwie ein Jahr später wird die populär, ne? Oder sowas. Damals das will ich immer sagen. Ich habe es benutzt, bevor es cool war.
Sage ich immer. Oder ist cool. Oder wegen mir natürlich, ja. Das kann natürlich auch sein. Ja. Ja. Aber tatsächlich seit 2020, seit 2019 ist MX Linux ununterbrochen auf Platz 1. Was richtig krass ist, in den Jahren zuvor hat sich's immer abgewechselt, würde ich mal sagen. Also 2013 hat man auch schon Mint. Okay, also zuvor war einfach Mint jahrelang Platz 1, witzigerweise. Ja. 2010 noch Ubuntu, als wahrscheinlich Ubuntu Unity rauskam, war das 2010? Ich glaube, 2010 oder 2011 müsste Ubuntu Unity rausgekommen sein. Ich glaube aber, Ubuntu 10.04 müsste der letzte GNOME 2 Release gewesen sein, glaube ich. Und dann ab 2011, unterbrochen Mint, bis 2016 oder sowas, ne? Krass. Bis 2017, also 6 Jahre lang. Ne? Das heißt, MX Linux ist noch ein bisschen da. Bin mal gespannt, was danach kommt. Ne? Ob hier sowas Cooles wie, keine Ahnung, OpenSUSE Slow Roll darauf kommt. Es könnte ja sogar die Distro in Hype geraten, die ich vermutlich als unterste Kategorie genommen hätte. Also meine unterste Kategorie hätte ich nach einer Distro benannt. Die Leute, die bei mir regelmäßig sind, werden garantiert wissen, was es ist. Ihr beide müsstet das eigentlich auch wissen. Mit welcher? Mit welcher Distribution hatte ich noch nie Erfolg? Garuda. Ohne schlecht zu reden, aber die Realität zeigt halt was anderes. Sehr geil. Eigentlich wisst ihr, worauf ich Bock hätte am 1. April? Na, Linux? Nee, auf SwiftOS. Ja, kann man hier schon die Taylor reinmachen und dann können wir ganz viele Songtitel nehmen und die irgendwo verstecken. Ja, irgendwie so Shake It Off beim Herunterfahren oder sowas. Turn Up, ich weiß nicht, ob die Turn Up haben. Nee, das ist eher Money Boy. Das ist was anderes. Bei den Updates oder sowas. Ja, ja, dass man da. Ich glaube, das wäre arschwitzig. Ich glaube, ich würde das nutzen. Das Moneyboy Linux, wenn irgendwo eine Fehlermeldung kommt, wer hat Saft verkippt? Welcher Saft? Ich sag nur Orangensaft. Orangensaft. Oh, ich muss sagen, Moneyboy ist auch so ein Ding, habe ich viel zu spät entdeckt. Ne? Aber ich glaube, das wird jetzt gerade auch wieder cool. Aber das ist sowas ganz anderes. Der wird doch immer falsch eingeschätzt vom Alter. Ich habe mich letztens erschrocken. Der ist Anfang 40. Wow. Der ist älter, als er tut. Also, das ist klar, aber er ist auch älter, als er aussieht. Vielleicht ist er irgendwo stehen geblieben, das kann ja auch sein. Mhm. Wer weiß. Also, wie sind wir eigentlich von Linux zum Moneyboy gekommen? Wie haben wir das jetzt wieder hingekriegt? Und wie kommen wir wieder zurück? Schafft er auf jeden Fall. Ich nutze gerne Antix, schreibt Fonsis Web. Ist aber alles Geschmackssache. Für Anfänger empfehle ich aber immer gerne Mint Cinnamon. Für mich selbst ist Antix einfach gut. Antix ist auch ein cooles Ding. Hat für mich wenige Funktionen. Ne? Ist relativ abgespeckt, aber ein cooles Ding sonst. Ja. Hätte ich gesagt. Stefan schreibt, Linux Guides gibt es seit 2016. Ich glaube 2015. Im Februar 2015 müsste ich gestartet haben. Aber in den ersten 1-2 Jahren habe ich da sehr sporadisch nur was gemacht. Da war der Kanal noch geheim. Da war er noch sehr geheim. Für eingeladene und zahlende Gäste. Auf jeden Fall. Kommt in meinen Kanal. Wird dann demnächst wieder. Was meinst du? Kommt in meinen Kanal, aber ich sag nicht, wo er ist. Irgendwie so. Dafür müsst ihr bei Telegram. Kommt in die Gruppe. Kommt in die Gruppe, genau. Genau so. Wir brauchen Porsche. Ja. Irgendwie so. OpenSUSE ist mittlerweile nur eine Nischenvariante. Bin gespannt, ob OpenSUSE den Dreh nochmal rausbekommt. Ich würde es ihm nicht abschreiben. Weil es eine große Community dahinter. Genau, wollte ich gerade sagen, dass die Userschaft ist ja immer noch zahlreich und stabil. Nur eben so ein wirkliches Wachstum sehe ich nicht. Schwierig, ne? Ja, ich irgendwie, ja, also wir haben ja auch einige OpenSUSE-Nutzer häufig hier in den Chats drin.
Und die finden OpenSUSE richtig, richtig gut. Ist ja auch voll okay, sollen sie auch. Und sie sollen das auch weiter nutzen. Aber ich, ja, ich finde, es ist nicht sexy für Anfänger oder für neue Leute, die da reinkommen wollen. Es gibt nicht mehr den Verkaufsgrund für OpenSUSE. Ne? Verschiedene Distros haben verschiedene Verkaufsgründe, sage ich mal, oder verschiedene Konzepte. Und bei OpenSUSE sehe ich das nicht mehr so, beziehungsweise den Unique Selling Point ist es ja, dieser USP von OpenSUSE war ja früher Yast. Ne? Den haben sie aber so ein bisschen einstauben lassen. Und seitdem, ja. Ja, aber das, wenn du was Stabiles Yast, willst, nimmst du Debian. Ja? Ja, aber das, was Yast immer noch bietet, ist doch immer noch mehr als manch eine andere Distribution, die man gibt oder jemanden rausgibt. Also ich habe ja letztens auch mir OpenSUSE mal wieder angeguckt. Verkehrt fand ich es nicht, aber es hat mich jetzt auch nicht so beeindruckt, dass ich sage, ach, ich wechsle jetzt auf OpenSUSE. Also es ist nicht verkehrt. Es hat ja zwei Release Varianten, die Rolling-Release-Variante und die Stable-Variante. Ich nenne extra nicht die Namen, weil die verwechsel ich eh immer. Ja. Also ich weiß nicht, was Leap und was Tumbleweed ist, ob das eine Rolling und andere. Tumbleweed ist Rolling-Release. Tumbleweed ist Rolling-Release, Leap ist das Stable-Ding. Aber tatsächlich, der Linux-Assistent holt er ja ganz, ganz stark auf. Ne? Also der wird ja hier Yast bei weitem übertreffen, wenn der irgendwann mal fertig ist. Die Sache ist, wird er irgendwann fertig sein, aber es gibt ihn jetzt für Arch. Ne? Es gibt ihn jetzt endlich für Arch, Endeavor und Manjaro. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, und dessen Derivate. Genau, ne? Und du kannst wahrscheinlich, also ich glaube, bei Endeavor und Manjaro habe ich, ich glaube, 1-2 Pakete konnte ich zusätzlich reinmachen. Weil das normale Arch, ich glaube Redshift oder sowas, das funktioniert beim normalen Arch einfach nicht. Bei den anderen Derivaten funktioniert es beispielsweise. Das ist ausgeschaltet bei Arch, aber ansonsten habe ich, glaube ich, nur die Farben angepasst, den Namen reingehauen und das war es gefühlt. Und von daher ja, war das dann gut. Aber ja. Arch selber da drauf zu packen, ist auch schwierig, Software für Arch rauszubringen, dass man sich das dann installieren kann. Witzigerweise. Echt? Entweder musst du ins AUR und du hast ja nicht so ein Format wie ein RPM oder DEB-Paket, sage ich mal, was du ganz einfach doppelklicken kannst, in Anführungszeichen, und Software-Paketmanager öffnet sich und du kannst es installieren. Du hast zwar so ein Package-Format, aber so richtig irgendwie auf irgendeiner Installationsseite sehe ich das nicht. Da hast du dann, wenn dann, dein Generic Linux. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Und mit Flatpak habe ich sowieso gerade meinen Clinch, weil der Flathub-Buildbot das einfach nicht annehmen will, weil ich eine Option reingesetzt habe, ich glaube ein Fallback auf X11 und es wurde genehmigt zum Initialen, aber bei allen Updates sagt er erstmal nein. Das ist auch einfach sehr nervig. Und ich habe keinen Bock, mich damit rumzuschlagen, bin ich ehrlich, weil ich habe andere Sachen zu tun. Das ist echt nervig. Aber ja, jetzt habe ich genug mich ausgelassen. Ist das ein automatisierter Prozess, dass es abgelehnt wird, oder ist da so ein Maintainer hinter? Automatisiert. Okay. Viel interessanter ist ja die Frage, weil du ja gerade Arch in den Ring geworfen hast. Habt ihr beide mal in letzter Zeit Arch Linux installiert? Ja. Ist dir das auch so erschreckend einfach vorgekommen inzwischen? Ja. Das neuer Installer. Ja. Cool, ne? Ist einfacher als eine Debian-Installation fast. Also nicht ganz, aber Debian muss ich langsam warm anziehen. Ja. Viele Grüße vom OpenSUSE-Stand an den CLT. Ist auch wieder ein Thema, ne? Wollte ich auch nochmal gleich anschneiden. Chemnitzer Linux-Tage. Stimmt, das ist ja schon, also geht wann los? Ist Freitag und Samstag, oder? Samstag und Sonntag. Ach, Samstag und Sonntag, ja, okay, gut. Ja. Das haben wir auch. Sehr geil, da schaue ich auf jeden Fall mal vorbei. Können wir ja miteinander quatschen, lieber Vorex. Den Stand bauen wir morgen auf, alles bereit, entspannt. Ja. Sehr cool. Ja, ja, ich glaube, so. Ich hatte mir noch was aufgeschrieben hier. Wir haben nämlich heute ein naja, ob es ein Feiertag ist, ich weiß es nicht, aber wir haben ein 30-jähriges Jubiläum. Wisst ihr, welches das ist? Was war heute vor 30 Jahren? Wir haben 23 Debian? Nee, Debian hatte schon den 30. KDE? Trinity? Trinity? Nein. Oh.
Ich weiß es nicht, hau raus. Ich komme auch nicht drauf. Okay, also vor 30 Jahren wurde der Linux Kernel 1.0 veröffentlicht. Ah. Am 14.03.1994. Wow. Und da dachte ich mir, oh ja, so jetzt sieht das gleich scheiße aus, weil es ist auch grün. Also das, wo es transparent ist, das ist grün. Da dachte ich mir, das ist doch geht so sogar. Achso, ich sehe ja dann Greenscreen, ich depp. Moment, jetzt ist es gleich bei. Ja, es ist halt transparent. Es dauert ein bisschen, bis ich sehe. Aber das ist das erste Paket, was ich gekauft habe. Also mein erstes Linux. Und das hatte allerdings schon den Kernel 1.2.13. Ich dachte, das ist so schön, so ein rundes Datum. Also meine Packung ist auch vom November 95 und nicht von 94. Ja. Das heißt, den Geburtstag der Packung feiern wir erst nächstes Jahr, ne? Aber ja, wahrscheinlich, ne? Also können wir natürlich machen. Machen wir eine November-Spezialausgabe und dann, ich glaube, näher steht es auch nicht drauf, von wann das ist. Ja, könnte man natürlich machen. 30 Jahre, also wo wir ja auch schon bei SUSE waren, ne? Damals hieß es ja noch SUSE Linux, ne? Also anders. Tja. SUSE hat ja, glaube ich, so viele Namensänderungen durchgemacht wie kaum eine andere Distro und wird dabei immer noch gleich ausgesprochen. Das musst du auch erstmal schaffen. Obwohl, also ich glaube, das kommt darauf an, von wo du kommst. Vielleicht sagst du irgendwo SUSE. Ja, oder der Ami immer SUSE. Also offiziell sprichst du SUSE aus. Ja, ja. SUSE? SUSE. SUSE? SUSE? Nee. SUSE. SUSE. Open SUSE. Da gibt es extra ein Lied. Ne, die haben ja so super, da haben sie irgendwie zu viel Marketingbudget gehabt. Da haben sie so hier musical-artige Lieder oder YouTube-Videos rausgebracht. How to spell Open SUSE. Musst du mal anschauen. Also im englischen Bereich sagt man es wirklich so, aber wir alle Deutsche sagen Open SUSE und ich denke, das wird sich auch genauso weiter etablieren. Ne? Aber eigentlich im englischen Bereich heißt es Open SUSE. Und Open SUSE ist komplett falsch. Ne? Also dafür gehst du in den Jast für 3 Jahre. Ne? Und das will keiner. Ja, nee, das will keiner. Aber mit welchem Kernel hatten das Linus Torvalds damals das erste Mal verteilt? Wenn der 1.0er relativ spät war, gefühlt. Kam 92 die erste Version raus, ist jetzt zu grob geraten. Ich denke auch 92. Ja. 91 irgendwie angekündigt und 92 vielleicht eine erste gescheite Version. Ja, das müsste ja dann so 0 irgendwas gewesen sein. Mhm. Ich kann mich noch an die erste Mail von Linus Torvalds erinnern. Also ich nicht, weil damals gab es mich noch nicht. Aber ich habe es gesehen und zwar, ist ein kleines Nebenprojekt, wird nichts Großes. Eigentlich wollte ich ja bloß auf das Rechenzentrum über eine Telefonleitung zugreifen und da habe ich mir so ein Terminal-Dingsbums geschrieben und ja dann irgendwie so ein bisschen vom Thema so abgeglitten, also es ist ein kleiner Unfall. Die erste Version kam am 17. September 1991 raus, sagt Wikipedia. Was in Wikipedia ist, stimmt also, auf jeden Fall. Das ist die absolute Wahrheit. Wow. Alles andere wäre gelogen. Ja. Ja, ne, und seitdem hat sich doch einiges geändert. Das auf jeden Fall. EDV-Forensik hat noch eine Schachtel mit Debian 3.1. Na, früher hast du ja Linux nicht über eine ISO-Datei heruntergeladen, sondern hast ja diese ganzen Schachteln gehabt, so wie du es ja eben hochgezeigt hast. Ne? Schon cool. Debian gab es, glaube ich, oder? Also vom Projekt offizielle DVDs gab es, glaube ich, nicht. Aber es gab gab es doch? Oder nö, ich denke auf jeden Fall, weil die sind ja absolut nicht kommerziell sozusagen. Ja, aber es gab früher auch schon andere, ja, wie hieß sie denn, Lehmanns Buchhandlung zum Beispiel. Also die haben das denn genommen und haben dann CDs da draus gemacht. Und später gab es Firmen, die das gemacht haben, die sich ISOs runter, also auch so kleine Firmen, vielleicht so ein Zwei-Mann-Betrieb, die haben dann viele CD-Brenner gehabt, haben dann aus dem Internet die ISOs runtergeladen, haben die gebrannt und auch bedruckt und dann verkauft. Also ja, gab es auch eine Zeit lang, kann man sich, naja,
die nicht mehr ganz so jung können sich das noch vorstellen, dass sowas durchaus mal sinnvoll war. Vor allem, weil das Internet ja noch nicht so schnell war und ja, ist es teilweise immer noch nicht, aber es war früher schlechter. Da hätte man das nicht machen können. Da gab es auch keine Updates aus dem Internet, weil wie soll man das durch die Leitung da durchprügeln? Also von daher war es ganz gut, dass hier, also dieses Paket, was ich hier habe, also es sind nicht drei Installations-CDs, sondern eine ist zum Teil Installation und der Rest ist Abzug von FTP-Servern. Da haben die, also direkt SUSE, die Firma damals, irgendwelche FTP-Server abgegrast, wo freie Software drin war, drauf war. Und die liegt teilweise auch bloß im Quelltext da drauf vor. Also die haben wirklich das eingesaugt und einfach auf CDs gebrannt. Oder vielmehr sind natürlich glasgemastert, die Dinger da einfach drauf geschmissen. Und da hat auch keiner nach Qualität oder sowas geguckt. Muss ja voll werden, gib eben. Naja, und das war schon irgendwie anders. Da war die Post noch schneller als das Internet. Auf jeden Fall. Ja, ja. Also. Ah, ja. In einigen Regionen ist sie doch immer noch schneller. Ja, wobei die haben jetzt auch irgendwie 4 Tage Zeit, um Briefe zuzustellen oder sowas. Wurde da jetzt auch irgendwie gelockert. Mm. Aber, ja. Aber wenn du dir jetzt. Reden wir bitte nicht darüber. Das ist ganz, ganz ein schwieriges Thema. Warum das wieder. Das ist nochmal eine andere Sache. Ne? Mhm. Ansonsten, ja, die Bytes, die hier vom Internet ins Haus kamen, habe ich alle per Handschlag einzeln begrüßt, schreibt der Uwe. Das glaube ich gerne. Ja, heute macht das ein Modem für ihn. Ist dann doch ein bisschen schneller geworden. Genau. Stimmt. Gott sei Dank. Eins berechnen. Mhm. Wobei ich habe das Gefühl, diese ganzen Internetrouter, vor allem diese Fritzbox, oder alle Fritzboxen sind ultra langsam, wenn du die im Webinterface öffnest. Ich habe, glaube ich, noch nie in eine schnelle Fritzbox gesehen. Also eine schnelle, annehmbare Fritzbox. Die neuesten, die gehen, aber nach 1-2 Jahren sind die dann auch wieder ziemlich langsam. Was ist für dich jetzt extrem langsam? Also wenn du irgendwie, ja, also extrem langsam, wenn du irgendwie eine Minute wartest, bis die Seite geladen hat. Okay, also so extrem hatte ich noch nicht. Das Einzige, was das Einzige, was wirklich lange dauert, ist manchmal mitunter der Login. Ah. Ja, der unter anderem, aber auch wenn du Netzwerkgeräteliste anzeigst. Also in meiner Heimat, da braucht man wirklich, da braucht eine Minute, kein Witz. Bei manchen Kunden habe ich es auch, aber ja, die neueren, da geht das schon verhältnismäßig, aber trotzdem eigentlich ziemlich langsam dafür, dass es sehr, also relativ wenig Information ist eigentlich, was das Ding anzeigt, meiner Ansicht nach. Aber gut. Vielleicht ist es irgendwie schwierig, diese Informationen zusammenzukratzen, wenn das irgendwie so ein Broadcast erstmal macht und dann wartet, bis alle Geräte da sind und dann erst die Seite zusammenstellt und dir dann anzeigt? Also wenn es das ist? Oder ist das immer so? Ist immer so. Ja, weil das, glaube ich, auch immer so macht, wie du es beschrieben hast. Wahrscheinlich, ja. Also habe ich nicht, aber ich habe auch nicht solche Geräte da bei mir rumwuseln, die dann dynamisch eingebunden werden oder sowas. Du hast alles per fester statischer IP und dann ist gut. Ne? Geht auch. Also der DHCP liegt nicht auf der Fritzbox. Die Fritzbox ist auch noch, da ist noch eine Firewall zwischen. Okay, ja, da muss man schon mal aufpassen. Ich brauche den Ding nicht unbedingt. Ich muss sagen, ich finde es auch sehr gruselig, wenn die ihr dünnen DNS anhaben mit dem MyFritz und so weiter und du dann die Verbindung aus dem Internet zulässt, dass du von außen auf deine Fritzbox zugreifen kannst, administrativ. Das finde ich sehr gruselig. Also das wird wahrscheinlich schon irgendwie funktionieren, aber boah, nee, da kriege ich Bauchschmerzen. Hatten die da nicht vor einiger Zeit auch so ein Problem mit? Haben die da nicht diese Notfall-Updates rausgehauen? Auch für ältere Versionen noch? Ja, das ist aber schon, also da reden wir noch BC, also. Nee, VC. Also vor Corona. VC. Das ist eine neue Zeitrechnung, ne? Ja. Also ist schon so manchmal, ne? Also man kann sich ziemlich gut erinnern, okay, war das jetzt vor Corona oder nach Corona? Und dann weiß man ungefähr, wann das war, ne?
Nochmal ganz kurz als ganz kurz als Anekdote. Wir haben irgendwann mal beim Büroumzug, war das der Umzug oder war das mal ein Umräumen, in einem der Schränke noch eine Installationsanleitung für einen Config-Hosting-Panel auf einem Debian 4 ausgedruckt gefunden. Auf Papier, das war älter als, weiß ich, das hätte nur noch gefehlt, dass die letzte Seite irgendwie so ein Bronzestich war, gefühlt. Also es hat sich so angefühlt, als ob man gerade archäologisch tätig ist. Auch was da stand, das war ganz schwierig. Das ist aber bei mehreren Open-Source-Projekten so manchmal, ne, finde ich. Also so Mailman, das haben sie jetzt wenigstens mal ein bisschen aktualisiert. Das ist so eine Seite. Oder diese ganzen, wenn man da irgendwas googelt, findet man ja auch häufig solche Mailman-Archive, wo in Mailinglisten was geschrieben wurde. Das, ich denke, da hat sich auch seit 1995 nicht mehr viel geändert. So grob, ne? Wahrscheinlich. Also Mailman ist ja relativ lange Zeit sehr ähnlich geblieben. Mhm. Und dann gab es ja diesen Bruch auf 3. Das Mailman von 3, von 2 auf 3, ne? Ja, nicht genau. Von 1 auf 2. Wo sie ja quasi alles weggeworfen haben mit einer ganzen Latte an Problemen, die sich dadurch ergeben haben. Da habe ich, glaube, dazu habe ich sogar ein Video gemacht, wie man den Kram portiert kriegt. Also das war irgendwie nicht so trivial. An einer Stelle hat die einen Fehler gemacht und ich habe da wirklich lange dran rumgesucht, bis ich das denn gefunden hatte. Und nochmal Rücksprung zu Debian, nicht nur Nvidia. Also eigentlich von Debian erwarte ich, dass wenn da solche Umstellungen kommen, dass die irgendwie so einen Migrationspfad haben, der halbwegs automatisch funktioniert. Aber den gab es da überhaupt nicht. Also das war Mailman 2, nö, geht nicht mehr. Und Mailman 3, fang nochmal bei 0 an. Und jetzt nee, Daten übernehmen wir nicht, ne? Ist jetzt erstmal alles blank. Und jetzt viel Spaß, dass du deine Sachen da wieder reinkriegst. Das muss man plant machen. Also da war ich an der Stelle so ein bisschen enttäuscht. Ich kann es nachvollziehen. Also ja, ist blöd. Ich verstehe dich. Ich kann es nachvollziehen, dass sie das irgendwann mal neu machen wollten. So für meine Software habe ich so ein grobes Ziel, alle 10 Jahre alles neu machen. Weil bis dahin werde ich so viel gelernt haben und ist es wahrscheinlich langfristig günstiger, das dann neu zu machen. Natürlich nicht von einem auf den anderen Schlag und so. Das wird dann schon, ne, das Alte wird weiter unterstützt werden und es wird halt das Neue angefangen. So grob, ne? Und ich glaube, das kann ich schon gut nachvollziehen, dass man da in Mailman alles neu machen wollte. Aber natürlich die Frage ist, man sollte halbwegs gute Migrationsanleitungen wenigstens geben. Da muss ja jetzt nicht viel automatisch funktionieren, wenn man da, ich glaube, ist auch schwierig, das so zu übertragen, weil viele die Mailman-Listen vielleicht auch anders mit verschiedenen Einstellungen genutzt haben. Da kannst du ja echt viel einstellen, auch ja bei Mailman 3, würde ich sagen. Was ich tatsächlich hatte, dass sich die SQLite-Datenbank zerschossen hat und sich nicht wiederherstellen ließ. Also die war gelockt und ich habe das nicht hinbekommen innerhalb 2 Stunden. Und habe ich gesagt, bevor ich da jetzt weiter rumfuddel, dann setze ich das Ganze nochmal neu auf mit einem MySQL oder Postgres. Postgres habe ich, glaube ich, jetzt genommen. Und seitdem läuft das jetzt wieder seit ja, 1-2 Jahren wieder durch, so ungefähr. Aber das hat mich auch sehr schwer enttäuscht. Aber gut, es war noch, war das eine Anfangszeit von Mailman 3? Ich glaube, das gab es da schon ein Jahr oder so mindestens. Ist jetzt auch noch nicht ganz so jung, also schon relativ jung, aber kein Bleeding Edge mehr, sage ich mal. Ja. Also ist schon in Debian-Quellen drin, das ist ja schon mal auf jeden Fall ein Statement. Was von 10 zu 11 der Mailman-Sprung, ich glaube, oder? Ich hätte jetzt eher gesagt von 11 auf 12. Hätte ich vom Gefühl her auch gesagt. Ah, okay, ja, kann auch sein. Ich glaube, Mailman 3 gab es zu Debian 11 Zeiten irgendwann das erste Mal. Und Debian 12 hat es dann in den Repos drin gehabt, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber das ist nebenbei auch Django im Hintergrund, ne, was da viel geschrieben wurde, was ich persönlich ja sehr verstehen kann. Ne? Aber ich glaube, es kommt immer darauf an, bei solchen Frameworks, wie viel Abhängigkeit man verwendet und wie viele Bibliotheken. Denn wenn man auf ganz viele vorhandene Bibliotheken setzt, und dann irgendwann sich ein Entwickler entscheidet, das nicht mehr zu unterstützen, dann stehst du halt da. Ne?
Aber da drifte ich wieder ein bisschen ins Programmieren ab. Also ich muss sagen, das stimmt. Programmiertechnisch, ja, doch, macht es dann doch schon auch wieder Spaß. Aber ja, wir waren ja eigentlich beim Chemnitzer Linux-Tag. Ihr beide werdet aber schon. Moment, ich habe noch einen witzigen Kommentar gefunden. Erzähl. Ich finde es toll, dass mir AVM mit ihrem bunten Logo ein gutes Gefühl gibt. Ja, gut. Okay, jetzt können wir aus dem Chemnitzer Linux-Tag. Aber so bunt ist es doch eigentlich gar nicht. Hat doch nur drei Farben. Oder haben die jetzt so ein Regenbogen-Logo auch, oder was? Nee, die haben sie nicht, oder? Bunt? Nicht gesehen. Oder? Ah, ja, die haben jetzt hier rot, blau und schwarz. Ne? Irgendwie sowas, wenn man mal AVM googelt. Das habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Das Blau hätte ich jetzt gar nicht so genommen. Also als deutsches Produkt ist das Logo auch schwarz-rot-gold so ein bisschen. Das hätte ich jetzt gesagt. Ja. Meine Güte. Ist das das Aktuelle? Anscheinend. Ne? Doch, also die Webseite zeigt es auch an. Also ist ja Fritz, die ist alte, was so ein bisschen aussieht wie Fritz Cola. Also nicht so aussieht wie Fritz Cola, aber dieser Gelb, dieses Gelb-Rote halt. Ne? Ich hätte jetzt auch gedacht, dass sie noch das Gelb-Rote haben. Ich habe jetzt auch nur auf mein AVM-Produkt geguckt, um das zu verifizieren. Das ist auch nicht mehr das Frischeste. Aber ich soll ja dies Jahr gegebenenfalls noch Glasfaser kriegen. Oh. Spitze. Dann wird ja eh was. Wie viel zahlst du? Wie viel zahlst du? Im Endeffekt für Glasfaser. Für das Glasfaser, ja. 5 € mehr als mein jetziger Tarif. Das ist noch völlig fair. Oder waren es 7 €? Es war bezahlbar. Das ist richtig gut. Weißt du ungefähr, wie viel insgesamt pro Monat? Also wenn du es sagen willst, musst du nicht. Was meinst du jetzt? Wie viel du im Monat für deine Internetverbindung zahlst? Also mit dem Glasfaser dann. Musst du nicht sagen, natürlich. Ach so. Warte. Es müssten bei 38 € das dann sein. Das ist voll günstig. Das ist richtig günstig. Nee, 48. Hab mich gerade verrechnet. Bin ja jetzt schon bei fast 40. Ja, gut. Und was kriegst du dafür für Up- und Down-Verbindung? Das ist dann 100.000. Down ist dann, glaube ich, 40.000. Quatsch, Up. Das meinst du, ne? Ja. Ich brauch ja nur Up als Selbsthoster, alles andere ist mir fast egal. Ja, genau. Ja. Wobei ich muss sagen, ist es schon cool. Ich hatte, oder hast du was? Sonst, ich hatte einen Kunden vor 3-4 Wochen. Und da mussten wir eine riesige Datei runterladen, ich glaube 4 GB oder sowas, irgendeine ISO-Datei. Und ich so, ja gut, dann rufe ich sie in 5 Minuten nochmal an. Ne? Der so, nö, müssen sie nicht. Und innerhalb 20 Sekunden saugte sich das Ding aus dem Netz. Der war aus der Schweiz. Also ich muss sagen, da war ich echt neidisch. Da war ich wirklich neidisch. Was hatte der? Hatte der eine Gigabit-Leitung? Oder ich habe keine Ahnung. Ich glaube, eine Gigabit-Leitung war es, als Privatunternehmen. Das müsste schon Gigabit oder auf jeden Fall 500.000, also halbes Gigabit mindestens sein. Ich glaube, er müsste mindestens 500 ansonsten Gigabit gehabt haben. Und der hat das so schnell runtergesaugt, ich war echt neidisch, bin ich ehrlich. Ja. Also das hat mich schon gefuchst. Alles, was das LAN hergibt. Absolut. Also so ein Gigabit, da kriegst du ja vielleicht, ich habe jetzt mal 110 MB pro Sekunde aus der Leitung rausgefummelt und wenn jetzt 4000 durch 110 teilst, dann bist du bei ungefähr 37 Sekunden. Also von daher müsste er schon Gigabit haben, damit das so an diese 20 Sekunden angeht. Vielleicht hat er sogar zwei. Ich weiß es nicht mehr, wie lang genau es war, ne? Aber es war unfassbar schnell. Also das habe ich vielleicht sogar so ein Hybrid-Anschluss. Hybrid. Ja. Haben tatsächlich auch einige, witzigerweise. Also hab ich auch mehr Leute, die das nutzen. Mit Satellit? Ja, nee, das ist dann per LTE, 5G. 5G so. Achso, ja, okay. Genau. Naja. Na, das gab's weil ja auch das mal ist über Satellit. Also down über Satellit mit großer Latenz und up über ISDN oder ja, wahrscheinlich ISDN noch. Ja, ja. Was es alles mal gegeben hat. Vielleicht gibt es das immer noch. Wer weiß, ne? Wer weiß. Ja. Wann wir mal das Revival der Kanalbündelung erleben werden.
Stimmt. Ich sag euch, das wird kommen. Wobei, es ist ja quasi dieser Hybridanschluss. Es ist zwar keine direkte Kanalbündelung, sondern heterogene Kanalbündelung. Früher hat man die homogene Kanalbündelung, dass du zwei ISDN-Kanäle gebündelt hast und jetzt tust du halt LTE und deine DSL-Leitung mit unterbündeln. Ja. Haben wir ja eigentlich schon. Ja. Wie läuft denn das eigentlich technisch ab? Also wer entscheidet, welches Datenpaket über welche Leitung kommt? Also damit du eine Verdopplung der Geschwindigkeit hast, also vielleicht nicht Verdopplung, aber so, dann müsste ja irgendjemand entscheiden, ja, das eine Paket dahin, das andere da und dann, dass sich das nachher wieder so zusammen, so reißverschlussmäßig zusammenfügt, damit du nachher wieder den kompletten Datenstrom auch in der richtigen Reihenfolge hast. Wer macht sowas? Der Provider? Ich glaube, der Router irgendwie, ne? Das war ganz wilde Nummern. Beziehungsweise damals sogar das ISDN-Modem. Wenn du zwei geschaltete ISDN-Leitungen hast, konntest du das Modem reinstecken oder einstecken in beide und dann sagen, benutze beide Kanäle. Und dann hat er sich auf beide eingewählt und hat halt sich das quasi parallel holen können und dann irgendwie so zusammengepuzzelt. Das ist ganz wild gewesen. Das war auch noch nicht meine aktive Internetzeit, muss ich sagen. Das war noch so, das sind die Geschichten vom Krieg, die man dann in der Berufsschule mitbekommt, sagen wir es mal so. Wenn die Lehrer anfangen. Ich weiß gar nicht, wie gut das hab. Damals. Ich finde, es habe auch immer TikTok. Das stimmt, ne? Früher hat man nicht so ein TikTok und hier tanzen und so weiter. Es gab ja früher auch immer so den einen Lehrer, der kaum Unterricht gemacht hat, sondern einfach nur irgendwelche Storys erzählt hat. Und ich muss sagen, ich habe das ziemlich gefeiert. Ja, das war immer schön. Ja. Ah, vielleicht hören ein paar alte Mitschüler bei mir von meiner Berufsschulklasse noch mit. Wir hatten den Chef von der IT-Abteilung in einem Lernfeld und ich bin ein bisschen später dort in die Berufsschule gekommen, weil ich ein Springer war von einem Bundesland ins andere. Und in meinem zweiten Berufsschulturnus hat er dann gefragt, haben wir eigentlich schon unseren Namen in den Arbeitsspeicher geschrieben? Einer meldet sich, ja, letzte Woche, letzten Turnus schon. Und dann die Reaktion von ihm, oh, dann sind wir ja schon viel zu weit. Werde ich nie vergessen. Boah, was macht man da jetzt? Das habe ich jetzt gar nicht vorbereitet. Naja, dann surft mal so ein bisschen im Internet. Ich muss mal gucken, was wir machen. Oh, da sind wir aber schon viel zu weit. Das ist auch cool. Der hat dann für den Rest des Halbjahres nur noch Vorträge verteilt. Ah, so ein Fuchs. Schön aus Wikipedia vorlesen und eine 2 kassieren. Ja. Oh, hier. Gehört. Akustikkoppler, ich habe das Wort gelesen. Auch so eine. Man fühlt sich so ein bisschen, als würde man jetzt Fallout spielen. So, das ist so ein bisschen sehr vornukleare Technologie. Ja. Mit das neue Fallout muss ja auch langsam mal rauskommen, ne? Ach, das dauert noch ewig. War, stimmt. Ich hab das auch nie gespielt. Ich habe immer nur so ein paar. Mir reicht eigentlich immer, wenn ich 1-2 Videos auf YouTube darüber sehe und dann. Das ist auch cool. Aber jedenfalls, was auch cool ist und wo mir die YouTube-Videos nicht reichen werden oder die Aufzeichnungen, sind die Chemnitzer Linux-Tage. Auf jeden Fall. Mal eine Frage an die Live-Zuschauer, die hier gerade alle zuschauen. Schreibt mal ein Plus, wenn ihr mit auf den Chemnitzer Linux-Tagen seid, am kommenden Wochenende in Chemnitz natürlich. Und ein Minus, wenn ihr nicht da seid. Einfach mal jetzt alle reinschreiben. Würde mich sehr interessieren, weil ich habe mir überlegt, ob man so kein Subscriber- oder Abonnententreffen macht, aber vielleicht dann schon mal so ein Treffpunkt und eine Zeit mal vereinbart, wo man sich ja mal gemeinsam hinsetzen kann und was gemeinsam trinken oder essen kann. Das, ich glaube, wäre schon ganz cool. Schreibt es einfach mal rein. Ne? Ich sehe natürlich viele Minusse, ist klar. Ne? Viele sind hier in Deutschland verteilt. Aber ich kann nur empfehlen, lohnt sich. Ne? Lohnt sich. Und was sich natürlich auch viel, viel mehr lohnt, ist Kiel, meiner Ansicht nach. Ist ja, ein Familientreffen. Ist genau, aber das ist nicht ganz mittig. Ne? Nee. Aber Chemnitz ist jetzt nun auch nicht mittig. Mittiger also, als Kiel. Ja, aber was ist der mittigste Ort in Deutschland? Also ich finde, Chemnitz geht schon in Richtung Mitte. Ich würde sagen, so Kassel, Erfurt dazwischen, irgendwie sowas. Irgendwo die Pampa.
grob, ne? Zu weit weg leider, zu weit weg, ja, ja. Kiel Plus, ja, yeah, auf jeden Fall, Inge und Markus, ich freue mich drauf. Ja, viele leider nicht. Schade, ja. Ja gut, ne? Chemnitz wären 545 Kilometer für mich, ja. Ja, es kommt ja mal drauf an, ne, ob man sich einrichten kann oder nicht. Ja. Ich fahre tatsächlich fast zu jeder Veranstaltung hin aktuell. Macht aber auch sehr viel Spaß, in Anführungszeichen. Augsburg, ja, werde ich einen Vortrag halten. Auf jeden Fall auch. Ist für dich jetzt nicht so weit? Augsburg ist für mich ein Katzensprung. Da kann ich mit einem Regio, mit einem Bayern-Ticket bin ich vor ein, zwei Jahren hingefahren. Vor letztes Jahr. Da gab es das Deutschland-Ticket noch nicht, glaube ich. Oder? Ich habe keine Ahnung. Zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich es nicht gebraucht habe. Ich habe keine Ahnung. Aber Augsburg ist natürlich von mir ein Katzensprung aus. Ich wohne ursprünglich zwischen Nürnberg und Ingolstadt in der Nähe. Das ist da in die Richtung. Aber ansonsten, ja. Was es sonst noch gibt in Bonn beziehungsweise St. Augustin, ne, Froscon, das ist aber die nerdigste von allen, würde ich sagen. Also da geht es auch echt teilweise viel, viel mehr ins Detail. Aber ist, ich sag mal so, die zweitgrößte Veranstaltung. Tübingen war ich noch nicht. Ne? Das weiß ich nicht, wie groß die sind. Pampa wäre Leipzig, Erfurt ist die Mitte. Boah, Leipzig ist mittig, mal je nachdem. Ne? 2 Stunden von Regensburg aus. Ach, aus Regensburg. Regensburg ist eine ganz tolle Stadt, finde ich. Eigentlich für jeden mal eine Empfehlung wert. Wenn man da mal einen Tag hinfährt. Wenn man mal zu den Augsburger Linux-Tagen fährt, kann man da einen Abstecher hinmachen. Nicht ganz, aber. Sehr cool. Ja, dann werden wahrscheinlich nicht so viele in Chemnitz da sein. Ne? Also gebt ihm ein Bier aus oder was anderes, wenn ihr ihn seht. Ja, dann bin ich ja besoffen. Ne? Ja, gut. Aber ja. Der Kaffee war, glaube ich, nicht verkehrt. Zumindest als wir das letzte Mal da waren. Ach, das ist auch, stimmt auch. Aber tatsächlich war es letztes Mal so, war bei dir auch so, Hauke, oder? Bei den Kilox, dass dann doch einige Leute einen erkannt haben und ich wollte nur aufs Klo gehen und ich glaube, ich habe eine halbe Stunde dahin gebraucht. Aber es war sehr, sehr schön immer. Und von daher, ja. Und ich muss sagen, du willst mal schnell aufs Klo und dich erkennen, Leute. Und ich will schnell in eine Vorlesung. Mich grüßt jemand und ich erkenne den nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Ja. Ich muss aber so aufgesprungen gewesen sein. War mir in Chemnitz passiert. Ich weiß bis heute nicht, wer das ist. Entschuldigung dafür, falls das hört. War nicht böse. Nächstes Mal. Das ist ja so. Das ist ja durchaus relativ einseitig, was wir machen. Ne? Wir sehen euch ja nicht. Und von daher, also mit Namen habe ich sowieso immer so ein leichtes Problem, wenn ich muss die immer nachschlagen. Darum finde ich E-Mails eine tolle Sache, da kann ich immer nachfragen und nachgucken. Moment, was war denn das noch? Aber jetzt so aus dem Stegreif, ja, ich gucke das immer. Okay, das finde ich gut. Aber ja, der ist schwierig, ne? Ja. Ja. Von daher, Ja, auf jeden Fall. Wobei, ich finde es auch manchmal, ich finde es am Anfang immer so ein bisschen komisch, wenn man die Leute noch gar nicht kennt. Beziehungsweise nicht komisch, sondern einfach nur anders. So, die Leute kennen einen dann schon ja halbwegs gut. Aber wir selber haben euch ja dann meistens noch nie das erste Mal, also noch nie gesehen zuvor. Mega cool natürlich, ne? Dass man, wenn ihr einen Chatnamen nennt, dann wissen wir schon immer so ungefähr, was das ist. Also das merkt man uns schon irgendwie. Also weiß ich nicht. Also, mir geht es jedenfalls so. Die allermeisten Chatnamen, die sagen mir dann schon was, wenn die halt ein bisschen häufiger dabei sind. Das ist die Jugend. Das ist das Gedächtnis noch sehr gut für sowas. Lässt aber auch irgendwann nach, meistens. Mag sein, ne? Ich bei mir dauert es hoffentlich noch einen Moment, hoffe ich mal. Aber das ist auch immer ganz cool. In Erfurt würde uns sogar jemand eine Bratwurst. Ach, hast du auch vorgelesen gerade. Erfurt. Du. Dann würde ich sagen, lass nach Erfurt, ne? Ja, aber zwei Drittel hättest du schon dort bedienen können. Also sowohl Jean als auch ich haben uns da mal getroffen, zweimal sogar schon. Das stimmt in der Tat. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Apropos Bratwurst, als es noch den Linux-Tag gab, also den Linux-Linux-Tag, hat das eine Mal Fedora Gutscheine für Hotdogs ausgegeben, weil deren Distribution da, also der Codename hieß denn gerade so.
Ist aber auch schon ein bisschen her. Also war das, das eine durchaus nette Aktion. Das also ist süß. Ja. Gerne wieder. Wer weiß. Ne? Also, vielleicht möchte eine andere Distribution ja denn auch mal so einen Codenamen haben nach irgendwie einem anderen Gericht, sowas wie Sushi oder Brathändel oder was weiß ich. Haxen. Haxen. Das neue Suse Haxen ist gerade rausgekommen und jetzt gibt es Gutscheine für eine Haxen. Oder Suse Kebab. Also oder so, ja. Das wäre Zorin OS. Ist das was oder irgendwas kam aus der Türkei? Nee, das ist es nicht. Ist was anderes. Wie MX-Linux kam aus Griechenland. Warum die nicht immer nach griechischen Essen ihre Version benennen, frage ich mich. Version Tzatziki. Aber nach dem Gebrauch immer gut Zähne putzen. Broiler. Ja, warum nicht? Ja. Broiler. Warum nicht? Warum nicht? Die dänische Variante wäre dann Pölser. Oder? Hast du so, oder? Ja. Die roten Würstchen da, gibt's die noch? Pölser. Boah, ich glaube, die Farbe war irgendwann nicht mehr so ganz zugelassen, wegen so ein bisschen hohen, gesundheitlich bedenklich. Ich glaube, wegen dem hohen Natriumtritt, irgendwie so. MX Linux Yamas. Ich habe es auch gerade gelesen. Gibt es eigentlich eine bayerische Distro? Manjaro, gewisserweise. Also der Philipp Müller, das ist der Projektleiter, der kommt aus Oberbayern, glaube ich, oder Niederbayern. Ne? Ich glaube, Oberbayern ist das. Tatsächlich, fast alle Linux-YouTuber sind alle aus dem Süden. Fast alle aus dem Bayern und sogar auch aus Franken. Linux-Umsteiger kommt aus Franken. Michel Franken kommt aus Niederbayern, aus der Oberpfalz. Ne? Ich weiß, der kommt aus natürlich aus Unterfranken, aus der Region von Würzburg ist der. Ich bin in Franken aktuell. Unix EU war früher in Franken. Warum Linux besser ist, war in Baden-Württemberg, also Schwaben eher. Das hat man auch so ein bisschen rausgehört, finde ich. Aber der Einzige so richtig aus dem Norden ist tatsächlich der Hauke, der mir jetzt einfällt als hier konsistenter YouTuber, der da. Ne? Pinguin TV ist auch aus Franken. Beispielsweise. Also fast ein alle Glück. Sind hier ziemlich südlich angelegt. Ja. Ein Glück hast du es richtig abgegrenzt. Inwiefern? Konsistenter YouTuber. Ich zähle mich gar nicht dazu, so selten, wie ich immer noch dazu komme. Ja. Also jedenfalls von denen, die ich kenne. Es gibt tatsächlich auch echt einige neue YouTube-Kanäle im Linux-Bereich. Die haben auch teilweise 100, 200 Abonnenten. Ich muss sagen, ich habe den Überblick verloren. Habt ihr es mitgekriegt hier? Leo Möller? Möller. Möller, Leo Möller, ja. Hat auch einen jetzt aktiv. Ach, cool. Tuxwiz, also Wiz wie Zauberer. Wizard. Ja. Ah, ja, habe ich, ich habe da irgendwas, ich glaube, ich habe da irgendwas in meinem Postfach gehabt und ich habe es überlesen oder sowas. Ja, sehr cool. Ja, cool. Na, warum nicht? Schön. Ja. Dann bei Bratwürste und Lebkuchen. Tatsächlich. Die nächste Version heißt entweder Lebkuchen oder Nürnberger Bratwürste. Und dann gibt es natürlich auch Gutscheine. Eigentlich kann man das so machen: Nürnberger 1 im Weckler, Nürnberger 2 im Weckler, Nürnberger 3 im Weckler. Nee, OpenSUSE meine ich. OpenSUSE 1 im Weckler, OpenSUSE 2. Ne? Weil, also man sagt bei uns 3 im Weckler, ne? Das sind dann 3 Nürnberger Bratwürste im Brötchen. Ja, sehr geil. Kann ich jedem empfehlen, wenn man in Nürnberg ist, einfach mal im 3 im Weckler bestellen. Sehr nice. Eigentlich klingt das sehr Beste. Lecker. Ich kriege langsam Hunger davon. Vielleicht müssen wir noch das Thema zu was Nicht-Essbarem wechseln. Ach, das ist dein Chat. Oh, die Fenster sind hier so schlecht beschriftet. Gibt es eigentlich gibt's welche aus dem Osten? Wenn ich das regelmäßig machen würde, würde es vielleicht sogar einen aus dem Osten geben. Das ist dann auch du bist ja eher der Streamer. Ja. Der YouTuber. Du bist ja der Twitcher. Ja, aber ich habe ja auch einen YouTube, der
sehr, sehr, sehr punktiert bespielt wird mit irgendwie zu nischigen Themen, aber Anfängerthemen, da gibt es ja genügend andere. Genau. Woher kam Markus S. her, wurde gefragt. Das ist eine gute Frage. Berlin, ich sehe es gerade. Stimmt, der macht gar keine Videos mehr, ne? Vor zwei Jahren das Neueste. Ja, der ist hat aber irgendwie auch mir auch komplett. Ja. Wo kam eigentlich The Rack Runner her? Den hatten wir das letzte Mal sogar im Podcast als Thema. The Rack Runner hat aufgehört, als ich gestartet habe. Genau darauf sind wir auch gekommen. Das war dein großes Glück. Ich denke mal, da sind ganz viele zu dir gekommen, oder? Weiß ich nicht. Nee, damals war ich auch viel, ich war damals auch richtig schlecht. Also es war, ich habe auch die ersten Videos habe ich runtergenommen und ich nehme auch immer mehr Videos halt runter, die halt einfach älter werden. Dafür mache ich dann halt nochmal Reworks, weil die erstens outdated sind und zweitens auch einfach nicht mit der Qualität entsprechen, muss man sagen. Ich würde sagen, die einzige Sache ist tatsächlich durchhalten. Also am Ende, wer hält länger durch? Ich habe super viele YouTuber leider schon hinter mir gelassen. Ne? Also Linux Umsteiger macht ja sehr sporadisch nur noch was. Unix EU war früher der Kanal, mit dem ich quasi groß geworden bin. Wir haben uns immer so gechallenged. Er war immer so 1000 Abonnenten über mir. Das hat mich immer ziemlich angespornt, sagen wir es mal so. War super cool. Ne? Wir haben auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt, Unix EU und ich. Den gab es. Dann gab es noch, ich weiß gar nicht mal, wie er hieß. Unix EU war der Nick, wa? Genau. Der war auch richtig klasse. Der kam auch aus München, aus der Region, ne? Irgendwo. Der war noch aktiv, da hatte ich noch aktives Haupthaar und jetzt mache ich ihm so ein bisschen von der Frisur Konkurrenz, wie die Zeit vergeht. Punkt. Ja. Nee, aber ganz viele YouTuber hinter mir gelassen. Also warum Linux besser ist, war ja früher die Größe, war ja früher das Gesicht der Linux-YouTube-Welt, würde ich mal sagen. Der macht jetzt wieder was. Der hat jetzt letztens wieder ein, zwei neue Videos hochgeladen. Ich denke, dass Leute, die den noch kennen, eventuell, die finden das ziemlich cool. Ansonsten fand ich es jetzt so erstmal so, ja, mal schauen, ne? Wer weiß. Aber so, der hat damals, ich glaube, 10.000 Abonnenten als erster geknackt. Echt, und hat jetzt krass. Aber nur noch 9.000 oder 8.000 Abonnenten. Und Und der Michel Franken hat jetzt die 10.000 endlich geknackt. Zeit wurde es, ich sag's euch. Na, dann Grüße rüber an Michel. Absolut. Wird der Podcast hier eigentlich auch von anderen YouTubern gehört? Das würde mich mal interessieren. Einfach mal dann in die Kommentare oder sonst wo schreiben. Das würde mich total interessieren. Witzigerweise bekomme ich manchmal immer Kommentare dann von Kollegen, wenn sie ein Video von mir sehen. Witzigerweise. Ne? So, dann, sehe ich genauso. Oder was hast du da für einen Scheiß gemacht? Das kann halt nicht helfen. Aber. Das gibt eine Reaction. Ich glaube, das kam bis jetzt noch nicht. Nee, aber da tauscht man sich schon mal so manchmal im Hintergrund aus. Nicht häufig. Kennt ihr noch das Video von Nick und Philipp Müller? Ich kann mich daran erinnern. Ja. Das war schon cool. Den Nick, sein Büro, das sah ja auch aus so Mischung aus altem Schankraum, irgendwie sein Bürostuhl da und dann noch sein Technik oder sein Bürotisch und Stuhl und sein Technikgeräusch. Das hatte schon seinen ganz eigenen Charme. Ich fand das immer sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall. Ja, ich fand's klasse. Ich fand die Videos richtig klasse. Und ich muss sagen, uns fehlen Leute, die Linux-Videos machen. Muss ich ganz klar sagen. Natürlich züchtet man sich in Anführungszeichen seine eigene Konkurrenz her. Ich würde sagen, ist aber immer nur im ersten Gedanken. Weil im zweiten Gedanken hilft eigentlich jeder Linux-Content allen gleichzeitig viel, weil damit erreicht man potenziell einfach mehr Leute und es gibt noch so viele Bereiche, die man abdecken kann. Ich warte eigentlich immer noch auf jemanden, der OpenSUSE wieder stark aufgreift. Arch Linux haben wir eigentlich auch nicht so richtig krass vertreten, glaube ich. Ich finde, da gibt es noch so viel. Oder Manjaro, ne, beispielsweise. So viel Bedarf eigentlich, ne, an Videos. Aber tatsächlich, die Schwierigkeit ist, das langfristig durchzuhalten. Das schaffen leider die wenigsten. Ja, hast du eigentlich mitbekommen, dass der Philipp, den wir beide kennen, mal angefangen hat, YouTube-Videos zu machen? Unser Philipp von den Talkstagen? Mhm. Cool. Sehr cool, freut mich. Ja, aber ich glaube, da ist inzwischen auch nicht mehr viel. Knietief.
Hab ja, ich Knietief, gelesen. Den darf man nicht vergessen. Richtig. Ja, Knietief. Ein ganz, ganz lieber. Wo kommt der her? Weißt du das zufällig? Er kommt irgendwo aus NRW, glaube ich. Ach, NRW. Irgendwo daher. Es ist jetzt so ein Gefühl. Jedenfalls nicht aus dem Süden, das glaube ich jedenfalls. Aber da macht immer noch wieder was. Und das ist so, ich finde, das ist wirklich so ein, nicht Hidden Champion, sondern irgendwie... Hidden Gem. Ja, so ein, ja, Hidden Gem, genau. Ja, wahrscheinlich. Ja, Hidden Gem, genau, ja. Also eigentlich echt so ein... Es ist so ein cooler Kanal, den es schon ewig gibt. Der ist schon viel, viel älter als meiner auch. Aber der macht halt sehr selten was. Ne? Der ist 2013, seit 2013 ist er dabei. Und auf jeden Fall sehr, sehr coole Videos. Vor 13 Tagen das letzte Video. Was ist mit Morpheus, wird gerade bei Linus Gates live? Morpheus, ja, den gibt es ja auch, ne? Ja aber das, der das, macht... Ja? Das ist ja nicht rein... Also Linux Open Source, das ist ja wirklich, sein Schwerpunkt ist ja eigentlich eher so Softwareentwicklung und IT im Allgemeinen. Informatik viel und so. Informatik, genau. Ne? Also eigentlich so das Informatikstudium, was er dann so gezeigt hat. Er hat auch eine richtig coole App rausgebracht, Bootstrap Academy. Das ist so eine Plattform, wo man selber sich IT-Skills aneignen kann. Finde ich sehr, sehr cool, das Projekt, muss ich sagen. Und der hat tatsächlich vor 2, 3, 4 Jahren so einen richtigen Push bekommen. Ich glaube, 2, 3 Jahren war es. Da war der auch auf 40.000, so wie ungefähr jetzt ich. Und dann ist der abgegangen. Jetzt hat er irgendwie 200.000, 300.000 Abonnenten oder was. Das ist richtig krass, wie schnell aber das dann bei dem ging. Was ich doch gesehen habe, wir hatten noch irgendwann mal fernab das Thema Reactions im Linux Open Source Bereich. Haben wir irgendwie abgeschmettert oder nicht so wirklich für voll genommen? Ich habe letztens mitbekommen, dass der Morpheus ja auch einen Reaction-Kanal hat. Warum machen wir nicht auch sowas? Irgendwie jeden anderen zweiten Donnerstag im Monat einfach Reactions den ganzen Abend ballern. Gucken, ob die Reise hingeht. Alle Linux-YouTuber durchschauen. Ja, ich versuche, das ist übertrieben. Aber wenn ich ein spannendes Video entdecke, dann tue ich mir das auf die Liste setzen. Ich schaue es auch gar nicht und mache eventuell mal ein Reaction draus. Also ich glaube, ich habe bis jetzt 2 Reactions oder sowas gemacht. Einmal zu Windows 11 und einmal für jemanden von Max FPS heißt er, glaube ich. Der hat irgendwie so den generellen Einsatz von Linux bewertet. Ne? Max also, FPS, ja. Tooltime. Hier ist Max, wie er sich immer vorstellt. Ja. Max. Tooltime.de ist auch ein Riesenkanal. Ja. Tatsächlich steht das bei mir auch immer, man kann bei YouTube so sehen, Leute schauen auch folgende Kanäle, da ist Tooltime häufig dabei. Wobei der Fokus ja eigentlich ein anderer ist. Ne? Also Linux ist wobei der auch so viel Linux-Content macht. Ja, und da macht es Klicks ohne Ende, das ist mega cool. Ja, was ist? Also eigentlich ist es ja eher, so ein Hardware-Kanal, ne? Er holt sich dann, keine Ahnung, 1000 Prozesse, nee, natürlich nicht 1000 oder so, kauft irgendwelchen Krempel, probiert das durch oder alte Hardware, die er wieder versucht zum Laufen zu kriegen. Also das ist eigentlich das, wo ich den eher sehe. Also Linux hat er teilweise auch, aber ist nun nicht so sein Hauptfokus, würde ich sagen. Ja, ja. Ja, das stimmt schon. Also Linux ist nicht sein Hauptfokus, aber er macht immer wieder was und da wackele ich mit den Ohren. Ne? Also ich kann das perfekte Video machen und der macht so grob eins und dann, ne, da. Aber das ist einfach unterschiedliche Sphären. Das ist auch gut so, ne? Weil Linux Guides haben viele natürlich schon abonniert, die Linux nutzen. Ne? Und von daher, Tooltime haben ganz viele abonniert, die so ein bisschen PC-affin sind, aber häufig halt noch kein Linux nutzen. Von daher ist es eigentlich perfekt. Und der perfekte Content für uns am Ende, sage ich mal, als Linux-Nutzer, um die Linux-Community zu erweitern. Ja. Wen wir aber auch nicht vergessen dürfen, die gute Aitanya, die nicht mehr aktiv ist. Die hatte ja mal sehr schnell relativ viele Leute und auch guten Content gemacht, aber jetzt ist halt, wie du schon gesagt hast, man hat sie überlebt. Hört sich ein bisschen gemein an, aber irgendwann brennt man auch ziemlich schnell aus, habe ich so das Gefühl. Da musst du unglaublich aufpassen. Also das Ausbrennen. So, ich hatte auch mal so eine immer mal wieder solche Phasen, wo man sich dann so manchmal die Videothemen nicht zusammenkratzen muss, aber man muss dann doch noch mal eine Minute überlegen, was mache ich denn jetzt ungefähr wie? Und da hören ganz viele auf. Und dann verlieren sie so ein bisschen das Interesse und dann ist was ganz anderes spannend und dann ziehen sie auch weiter. Ist auch vollkommen okay, ne? Aber tatsächlich
Wir brauchen einfach mehr Leute eigentlich, ne? Um wirklich Linux voranzubringen. Ich plane auf Linux Guides Admin tatsächlich eine große Serie, mehrere große Serien, App-Entwicklung für Linux. Dann können mehr Leute Linux-Apps entwickeln. Na? Dann haben wir mehr Anwendungsmöglichkeiten für Linux. Sowas beispielsweise, da soll was kommen. Auch so Einführung ins Programmieren und so. Na, also einfach so, das wird nicht gut geklickt sein, absolut nicht. Aber mir geht es ja nicht darum, sondern einfach, wenn das nur zwei Leute sehen, die das wirklich richtig krass interessiert und dann deswegen anfangen zu entwickeln, dann hat sich das schon sowas von gelohnt. Also von daher, ne, sowas plane ich und mal schauen, ne, noch andere Sachen, aber da ist ganz viel im Kopf, was doch sehr halbgar ist. Ja, das ist immer so das Problem, ne? Also viele Ideen, die es so gibt. Aber man muss sie halt umsetzen und die Umsetzung ist dann langwierig und ja, also als Testballon habe ich jetzt in meinem neuesten Video drin, dass ich, also wer Interesse hätte mit mir mal irgendwie was zu machen, was nun nicht themengleich ist, sondern wo es gewisse Anknüpfungspunkte geben kann. Also es gibt ja welche, die... keine Ahnung, Gaming ist jetzt nun nicht unbedingt, was ich in meinem Kanal mache, aber wenn man sich jetzt darauf verständigt, wir spielen ein Spiel, was vielleicht plattformübergreifend funktioniert, könnte man das zusammen machen und dann gegenseitig so ein bisschen bewerben. Denn das Problem, was wir ja eigentlich haben, also wir drei, oder was heißt Problem? Also wir bewegen uns ja immer in dieser selben Filterblase, genauso wie unsere Zuschauer und Zuhörer eigentlich ja auch. Da würde ich einfach mal von ausgehen, das sind technikaffine Menschen, die sich, die schon ein Interesse haben, zu erfahren, wie die Technik da funktioniert und also tiefergehendes Wissen haben wollen. Und die andere, die vielleicht wirklich bloß pure Anwender sind, die kriegen wir vielleicht, obwohl, naja, Jean, stimmt ja bei dir eigentlich so nicht, die hast du ja schon mit dabei. Aber dass man vielleicht ein paar neue Leute dazu kriegt, die nicht hundertprozentig in dieser Blase drin sind, sondern denn da so ein bisschen rüberrutschen und merken, naja, okay, das könnte ich mir vielleicht doch mal angucken, weil mein Lieblings-YouTuber das jetzt ja auch gemacht hat. Das geht da ja auch. Also, dass man diese Blase so ein bisschen, also nicht zum Platzen bringt, aber vielleicht so ein bisschen erweitert. Und dann eine weitere Blase da so andocken lässt. Ja. Ist ein großer Punkt. Ja, also ich würde sagen, nächste Collab mit Montana Black und Hand of Blood ist auf jeden Fall also, da. Ne? Ja, ja, muss ich mal mit Monta sprechen. Es ist ja zumindest das gleiche Geburtsjahr, was wir uns teilen. Ich hole mir ein Aquarium und dann wird das. Ey, Jean, dein Aquarium brennt. Ich warte nur drauf. Genau, so ist das. Ja. Aber das ist tatsächlich die Sache, ne? So ein bisschen die über den Tellerrand hinausblicken. Ne? Das versuchen ja super viele Linux-Projekte. Auch, ja, ne? Manche sind erfolgreicher, manche nicht, oder Initiativen. Was so mein Beitrag so ein bisschen ist, sind Crashkurse zu GIMP, LibreOffice, sowas in die Richtung. Gibt es auch echt wenig, würde ich mal sagen, was wirklich gut ist. Damit stärkt man natürlich einmal eine Open-Source-Software, die Verbreitung der Open-Source-Software, aber natürlich auch gleichzeitig dann dadurch ein gewisses höheres Potenzial für Linux-Nutzer. Linux Presentation Days, lokale Aktionen sind meiner Ansicht nach ziemlich erfolgreich. Wir haben jetzt von der Erlanger Linux User Group auch wieder einen Linux-Tag. Das ist nicht vergleichbar mit allen anderen Sachen. Da hatten wir jetzt letztes Jahr 100 Leute insgesamt, die ungefähr mit dabei waren. War schon was, ne? Also früher waren es weniger. Ja? Wir haben da jetzt doch noch mal ein bisschen Gas gegeben. Aber ja, noch nicht vergleichbar. Aber trotzdem einfach lokal Leute, ich sag mal, eine Möglichkeit geben, ein Netzwerk geben in gewisser Weise. Und das ist eigentlich schon der erste Punkt. Ne? Und natürlich die Skaleneffekte durch YouTube oder sowas, also wie viele alleine durch solche YouTube-Kanäle irgendwelche neue Technologien sich aneignen und irgendwas Neues lernen, das ist wirklich sehr beträchtlich. Und das ist einfach richtig schön, ne? Das zu sehen. Also ich bekomme wöchentlich mehrere Nachrichten über Leute, die jetzt endlich rübergewechselt sind und super zufrieden sind. Und das ist einfach wunderschön zu lesen. Ne? Und das motiviert mich immer wieder aufs Neue. Ne? Das ist schon cool.
Ja. Du hast recht, die GIMP-Clips, die ich gefunden habe, sind schon sehr alt. Ja, ja, ich glaube, langsam ist mal wieder ein neues GIMP-Video dran. Und NocoDB will ich viel machen. Ne? Nochmal, das ist was anderes, aber noch ein bisschen. War bei einem GIMP-Clip nicht sogar fertig? Dabei, wie du Trump bearbeitet hast? Ja. Das war. Könntest du online lassen. Vielleicht hat das bald wieder Aktualität. Wär traurig, aber. Naja. Aber ich muss sagen, ich habe mich damit sehr in die Nesseln gesetzt. Also, weil mit Trump bearbeiten? Mit Trump, oder? Ja, genau, mit Trump bearbeiten. Okay. Weil Leute, die Trump nicht gemocht haben, die fanden es blöd, dass ich überhaupt Trump als Motiv hatte. Und irgendwo habe ich gesagt, ja, dann schieben wir Trump in die Ecke, da wo er hingehört. Irgendwie, ne? Habe ich ihn halt so rechts oben ins Eck gesetzt. Das fanden die Trump-Supporter blöd. Das heißt, eigentlich fanden es alle blöd. Und seitdem versuche ich alles unbedingt. Muss aufpassen. Sehr, sehr schade. Man muss echt aufpassen, was man dann sagt. Und wer von euch beide hat eigentlich einen Zettel und einen Stift gerade parat? Ich habe immer einen Zettel und einen Stift, tatsächlich. Markus und Ingo haben nämlich perfekten Tipp gegeben. Zur Weihnachtszeit jedes Türchen ein Reaction-Video. Schreibt euch das auf. Ja, ja. Wir werden garantiert im November rätseln. Oh. Was machen wir? Und dann werden wir irgendwie dann so da sitzen, so ein bisschen halb in der Nase popeln. Ach, cool. Ja, okay. Oh, geiles Video. Daumen hoch. Freue ich mich drauf. Ja. Mann, ist das Internet langweilig geworden. Oh. Ja. Oh, wie schon wieder Ubuntu. Nee, aber die Sache ist tatsächlich, ich habe ja einen Adventskalender im vorletzten Jahr gemacht. Das war der erste. Der war richtig overwhelming, würde ich mal sagen. Richtig, richtig gut. Dann letztes Jahr wieder ein Adventskalender, weil ich mir gesagt habe, boah, der lief richtig, richtig gut. Und meine Erwartungen waren leider ein bisschen zu hoch letztes Jahr. War insgesamt schon erfolgreich. Aber irgendwie hat es nach dem 10. Türchen eigentlich nicht mehr so richtig viel Spaß gemacht. Ich habe das dann zu Ende gemacht, weil das, was man anfängt, hört, ne, macht man dann auch zu Ende sozusagen. Und es hat natürlich schon streckenweise schon wieder Spaß gemacht. Aber es war wirklich teilweise echt hart, hat mich teilweise auch echt runtergezogen, weil doch manchmal echt viele Kommentare dabei waren, wenn man die Linux-Distro reviewed hat. Und dann doch eine Sache vielleicht anders dargestellt hat, dann kam dann doch relativ viel Gegenwind und das fand ich schon ein bisschen schade natürlich. Und dadurch habe ich dann so ein bisschen die Lust dran verloren. Von daher wird es, glaube ich, dieses Jahr kein Adventskalender mehr in der Hinsicht geben. Jeden Tag eine Distro-Türchen, zumal es auch echt anstrengend war. Ja. Also das letztes Jahr, also vor 2 Jahren, habe ich das irgendwie besser aus dem Handgelenk geschossen bekommen. Aber vielleicht hatte ich da auch etwas weniger in dem Dezember zu tun. Aber ja, das sind so Sachen, wo man sich dann schon manchmal fragt, so, ist es dann das Ganze wert? Ne? Reactions auf alte Linux-Videos wird es geben, auf jeden Fall mal. Ja. Echt? Ja. Das wird dann aber bestimmt interessant. Mit einem Selbstscham-Counter oder sowas unten irgendwie. Da freue ich mich drauf. Klingt interessant. Tatsächlich, mein allererstes Linux als Video habe ich noch, witzigerweise. Also das ist ja alles auch auf YouTube dann auf privat gestellt. Ich habe mal letztens mal ganz grob reingeschaut und was man sagen konnte, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Also im Zeugnis würde stehen. Er hat sich stets bemüht, aber ich vermisse ein bisschen das alte Intro manchmal. Das Filmintro, ne? Ja, das war so einschlägig. Ich glaube, es gab dann auch ein paar Leute, die das einfach kopiert haben. Ach, ich so grob in Erinnerung. Ja. Das ist ganz, ganz wild gewesen. Das Filmvideo. Es war schon ein Alleinstellungsmerkmal, das stimmt. Ja. Habe ich aber im Zuge der YouTubisierung weggelassen. Also ich habe, früher gab es ja richtig krass lange Intros und Outros und nochmal irgendwas. Und was ich irgendwie so gemerkt habe, viele Sachen sind viel, viel einfacher geworden. Und in der Hinsicht habe ich mich dann so ein bisschen da adaptiert. Was ein bisschen schade ist natürlich, was den Wiedererkennungswert ausmacht. Aber ich habe mir gesagt, jetzt ab einer gewissen Größe, ja, meine Güte, dann ist es so. Muss ich mir jetzt nicht mehr so viel Gedanken machen. So ein bisschen Thumbnail-mäßig, wobei ich da mittlerweile auch fast Kraut und Rüben reinmache. Früher hatte ich immer so einen grünen Balken und das habe ich teilweise pixelgenau in GIMP abgemessen, das weiß ich noch. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr der Fall. Oder die Highlights und Pannen zum 24.12. von allen Videos. Ist auch eine Idee, ist aber sehr viel Aufwand, das zusammenzuschneiden. Ich glaube, eher von allen uns dreien, oder?
Oh, von uns drei in den Podcast-Sachen. Oh ja. Ach so, na, gut. Oder Twitch oder beziehungsweise Livestream-Sachen. Ja, gibt es ja einige Sachen. Ja. Ja, wie war also, wenn man das jetzt nochmal gucken müsste, das ist ja echt eine Strafarbeit. Ja. Und, also aus der ganzen Zeit auf 5 Minuten zusammen, also das ist echt eine Strafe, würde ich sagen. Also ich würde das jetzt nicht machen wollen. Ach doch, also ich muss sagen, ich mache mir, wirklich, also ich mache mir immer mal wieder dann unsere Sachen oder sowas nochmal im Hintergrund an, um einfach noch mal so als Zuhörer oder Zuschauer mitzubekommen, wie das überhaupt wirkt. Was wir da so fabrizieren. Kann ja sein, dass das ziemlich kacke ist. Von daher doch, das schaue ich mir immer mal wieder an. Also nicht alles, aber schon häufig viele Sachen. Ja, das müsstest du dann wirklich alles gucken, um dann nachher hinterher die besten 5 Minuten Mist rauszuholen. Also, aber das mache ich nicht, ne? Also das. Nee, also der Spaß ist dann ganz schnell vorbei. Also ja, du solltest dann in einem psychisch sehr stabilen Zustand sein, um das zu machen. Nein. Oh, ist das langweilig. Oder sehr instabil, um dich wieder rauszuholen, wahrscheinlich. Ja, Schocktherapie dann. Ah, man weiß es nicht. Geht auch. Das Internet damit höre ich auch. Was? Der mit der Frisur? Wie hat er das geschaut? Dann kann es nicht ich gewesen sein. Ich bin da sehr einfach gestrickt. Intro wie beim Urgestein Semper Video. Ja, so ungefähr. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass Wolla wieder was macht auf dem Markt? Ich habe mich vor kurzem beim ersten Newsletter von denen eingetragen. Die haben angekündigt, im April ein Tablet zu crowdfunden mit Wolla OS oder eben Ubuntu Touch. Und das ist das erste, in Anführungszeichen, Linux-Tablet, was von der Hardware nicht irgendwie aus dem letzten Jahrzehnt so gefühlt ist. Bin ich sehr gespannt. Nee, ja. Ubuntu Touch haben sie auch mit drauf nochmal auf der Wolla-Webseite. Man kann auswählen zwischen Wolla OS, Ubuntu Touch, Sailfish OS, Druidian, Manjaro. Schon einiges. Mhm. Aber, ich bin gespannt. Ich habe, um echt zu sein, nicht so richtig große, ich sag mal, Zuversicht, dass die alternativen Handybetriebssysteme irgendeine Rolle spielen werden. Habe ich das Gefühl jedenfalls. Ja, wird schwierig. Das Problem ist, was ich immer so hatte, alles, was es so gab, das ist so mit Hardware-Specs gestickt gewesen. Das fand ich nie wirklich so, dass es mich vom Hocker gerissen hat. Beziehungsweise, ja, das läuft mit irgendeinem Linux, aber was ist in ein paar Jahren? Das hat man bei diesen BQ Aquaris M gesehen. Die hatten irgendeine Interims-Version von Ubuntu drauf, haben dann noch die nächste mitgenommen, aber irgendwann mal eine LTS drauf laufen zu lassen, haben sie nie gemacht. Also das war leider echt eine Nummer, die schade war. Das hat gut funktioniert, aber die haben dann irgendwann die Ambitionen da komplett schleifen lassen. Das war schade. Also meiner Ansicht nach ist die Zukunft freie Android-Betriebssysteme. Gibt es ja auch einige, LinuxOS, IOD, Murena. Ne? Das sind die Dinger, denen ich viel Zukunft ein... oder denen ich viel, viel mehr Chancen gebe als den anderen rein traditionell Linux-basierten. Da gibt es einfach halt keine Software für, muss man sagen. Ne? Also die hat Microsoft ja als Riesenfirma auch nicht geschafft, da wirklich irgendwie Marktanteile abzugreifen. Mit dem Windows Phone. Ne? Und das war tatsächlich, was ich so mitbekommen habe, eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also war relativ schnell im Gegensatz zu Android damals und konnte da eigentlich auch ziemlich gut mithalten. Aber ja, hat sich nicht gelohnt. Ne? Von daher bin mal gespannt. Wobei Microsoft das ja gefühlt alle 10 Jahre schon mal probiert hat, irgendwie was Mobiles rauszubringen, ob das jetzt irgendwelche Handhelds waren oder sowas ähnliches wie der Palm, falls ihr den noch kennt, so ein kleiner Stift, Notizblock in elektronisch, so ungefähr. Das haben die ja probiert und die sind sehr glücklos dabei gewesen. Also, und dann haben die jetzt, wie lange gab es das Windows Phone? Gefühlt 5 Jahre? Bis es weg höchstens, war. Die haben ja noch Nokia aufgekauft.
Und aber das war es dann auch nicht. Die hätten eher so diese Backstein-Handys wieder produzieren sollen. Ja, haben die nicht noch Nokia mit der Geschichte auch noch mit in den Ruin gerissen? War das nicht irgendwie so? Ja, genau. Ja. Schade. Gibt es die noch? Also ich habe noch Nokia 3210 hier irgendwo rumzuliegen. Das wird doch garantiert noch angehen. Die gibt es länger, als es uns geben wird. Aber ja. Die, doch, die machen, also jedenfalls vor ein, zwei Jahren habe ich da irgendwas gesehen. Nichts Großes, aber auch irgendwo ein Smartphone-Ding. Ansonsten, was haltet ihr von Vodafone, schreibt Plint? Ja, wie schon gesagt, eigentlich an sich ein cooles Projekt, aber ich glaube, einen Preis gewinnen wir in der Mehrheit damit nicht. Ja. Ja, das Vodafone hat das Problem, was ich vorhin gesagt habe mit den Tablets. Also ich finde das total interessant und würde es auch nehmen, wenn das nicht Hardware-Specs so aus dem Gefühl aus der letzten Dekade sind, die damit angeboten werden. Ich verstehe, dass es irgendwo sich eine Waage halten muss zwischen bezahlbarer Hardware und der Leistung, die da reinfließt, um dort ein Ubuntu Touch oder ein Volla OS zum Laufen zu bringen. Aber ja, so richtig den Startschuss für Hardware, die man sich guten Gewissens kauft, gerade als Technikaffiner, da möchte man ja eigentlich heutzutage nicht mehr mit, was ist im Vodafone drin, 3 GB RAM? Also weiß ich gar nicht, was steht da drin? Also 4 GB RAM und 6 GB die neue Version. Okay, also so langsam aber sicher kommen sie so ran, aber noch so beim ersten Geschichten, da hatte ich immer so ein bisschen gehadert und gezaudert mit mir, hat da Zukunft mit den Hardware-Specs. Gehe jetzt nur wirklich von der Hardware aus. Also richtig, weiß ich nicht. Und eigentlich müsste man ja erstmal gucken, das Ding als Zweitgerät, man weiß ja immer nicht, kommt man damit klar und all diese Zweifel und dann bleibt es halt. Mit einem Tablet, das ist noch nahbarer. Das ist jetzt nicht so essentiell nötig, in Anführungszeichen, wie ein Smartphone. Damit kommt man vielleicht besser rein. Deswegen bin ich auf das Tablet gespannt. Ist eine Idee. Ne? Bin ich gespannt. Tablets gehen ja immer noch. Also ich, ja, egal. Aber mach du erstmal. Ja. Also was ich ja cool fände, wäre jetzt, wenn die Raspberry Pi Foundation das nimmt, was die jetzt haben, da so ein Display ranfummeln und dass man hinterher entweder ein Tablet hat oder ein Smartphone, also direkt von denen. Denn die haben ja eigentlich bewiesen, dass sie das Durchhaltevermögen haben, die Hardware auch lange genug zu unterstützen. Also den Raspberry Pi 1 kriegt man immer noch mit dem aktuellen Raspberry Pi OS oder mit dieser Legacy-Variante zum Laufen, die ja immer noch weiterentwickelt wird. Und das ist jetzt über 10 Jahre her, wo das erste rauskam. Nicht, ne? Also das wären jetzt so Laufzeiten für so ein Stück Hardware, was ich mir wünschen würde und nicht so wie die aktuellen kaufen, ein bisschen benutzen, wegschmeißen Zyklen gerade bei Smartphones sind. Das wäre mir einfach viel zu kurz. Also selbst wenn es jetzt 5 Jahre Sicherheitsupdates gibt, das finde ich eigentlich immer noch zu kurz. Tatsächlich, die neuen Dinger teilweise geben 7 Jahre auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwo habe ich sogar schon 10 Jahre gelesen, meine ich. Ich glaube, war das sogar Google? Ich glaube, Google hat da jetzt so richtig Gas gegeben. Tatsächlich baut Google meiner Ansicht nach hardware-technisch echt gute Smartphones. Du hast auch das Graphene OS tatsächlich, wenn du ein Google-freies Google-Phone willst. Hardware-technisch sind die Dinger super und auch relativ preiswert. Aber tatsächlich, Google kommt trotzdem nicht in den Smartphone-Markt damit. Ich glaube, die haben unter 1% Marktverbreitung von ihren Google-Phones, was echt krass ist. Ja. Von daher, ich glaube, für Google ist es ein Nullsummengeschäft. Aber die Hardware, die sie da drin haben, die muss ich sagen, finde ich persönlich eigentlich immer relativ, relativ gut. Und kann man mit Graphene OS besticken, ist ein Android sozusagen, was sehr viel Wert auf Privatsphäre legt, wo auch erstmal kein Google drauf ist. Und ja, sehr zu empfehlen. Ne? Aber neben vielen weiteren Handys. If else, seid ihr User oder Developer? Ich würde sagen beides, oder? Also jedenfalls, ja, trifft das. Ja. Auf
Hauk und mich zu. Micha, du machst nicht so viel mit Development, oder? Eher Administration. Ja, Administration. Das bisschen, was ich mir selber angucke, ist so ein bisschen Python, so ein bisschen Bash, so ein bisschen naja, Go habe ich auf der Liste. Go, ja. Hm. Ja. Nö, einfach nur, weil es mich interessiert. Aber hauptberuflich bin ich eher Admin als Developer. Sehr cool. Ja. Nee, gut, ich muss sagen, ich würde langsam aber sicher in Richtung Ende kommen, weil ich darf leider noch ein paar Sachen machen heute Abend. Das ist ja du bist schon wieder so eingespannt. Hat denn Hauke heute eigentlich ein Thema loswerden können? Ich habe ja meine Packung hier hochgehalten. Also das war ja meine Quizfrage. Aber kamst du dein Thema anzusprechen, Micha? Wir haben doch gerade über das Wolla-Tablet gesprochen, oder? Ach, das war's. Okay. Gut. Ja. Ich hätte gedacht, dass das einfach so aus dem Flow rauskam. Ja. Aber du hast es ja, sehr gut eingebaut. Das ist der Trick dabei. Es wird schon ein Plan, auch wenn es vorbereitet war. Seit 2016 habe ich die Medienkompetenz. Seitdem gibt es den Twitch-Kanal Saint of Sinner. Also seitdem streame ich. Sehr cool. Ist witzlos. Nee, wie dann würde ich sagen. Ja. Wie bitte? Alles gut. Ich wollte nur eine Frage nochmal vorlesen. Wie hieß das Telefon, was Joe empfohlen hatte, was von Google? Die Pixel-Reihe. Also ne? Diese A-Reihe. Pixel 6a, 7a, 5a. Finde ich persönlich ganz gut. Aber neben vielen anderen. Also egal. Will ich nicht zu weit rein. Das sind übrigens auch die einzigen, die von dem Graphen-OS unterstützt werden. Ja. Also kein, was weiß ich, sage jetzt mal Samsung oder Huawei oder was es noch so alles gibt. Also das sind wirklich bloß diese Pixel-Smartphones von 5a bis 8 Pro. Ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, fast alle anderen Android-Handys sind schlimmer zu installieren als Google. Google hat wirklich die beste Integration für Developer beziehungsweise zum Installieren von anderen Betriebssystemen. Denkt man gar nicht, ne? Aber Samsung ist da nicht so gut. Huawei, Xiaomi sind absolut richtig schlimm damit. Und Motorola geht so beispielsweise in die Richtung. Aber wirklich die einzigen, die das wirklich ohne irgendwelche großen Probleme machen, falls von den größeren, ist Google. Fairphone soll noch ganz gut sein in der Hinsicht. Und das würde mir zwar einfallen. Ne? Ich glaube, OnePlus ist auch okay, ne, in der Hinsicht. Ja. Aber ich glaube, da gibt es noch ganz viele weitere Sachen. Da können wir fast einen eigenen Stream nochmal mitmachen. Bei Motorola musst du diesen Bootloader anlocken lassen. Also da musst du denn da irgendwo hinschreiben und dann kriegst du einen extra Code dafür, damit du das machen darfst bei deinem Gerät. Und wenn du das machst, dann verlierst du die Garantie. Ja, das ist ja häufig so. Bei Google ist das wohl nicht so. Google ist das scheißegal, was du damit machst. Das hat ich echt gut gemacht. Oder? So 100% sicher bin ich mir da nicht. Ich denke, da erlischt denn auch die Garantie, oder? Sag ich jetzt mal so. Also würde ich an deren Stelle machen. Oder machst was anderes damit? Nee, Garantie ist weg. Ist das doch super. Aber ich würde es als Hersteller auch schreiben, weil ganz ehrlich, was denn Leute da manchmal für abenteuerliche Sachen machen, würde ich als Unternehmen auch machen, leider. Ne? Ist leider so. Ja. Aber gut, ich glaube, wir können noch so viel drüber reden. Pinephone kommt jetzt hier gerade rein nochmal und so weiter. Ich glaube, also das müssen wir auch in 2 Wochen verschieben, oder? Na, oder als Schnellantwort runter nach dem eigentlichen Podcast-Ende. Wir machen ja so einen fließenden Übergang, aber für die Folge würde ich mich ganz herzlich bei jedem Einzelnen, der heute in den 4 Chats dabei war, ganz herzlich bedanken. Zähle ich jetzt ein Doppelt? Nee, ist richtig, wir sind heute auf 4. danke an euch. Danke natürlich an jeden Zuhörer, der sich das nochmal später anhört oder auch ansieht, dann auf YouTube, PeerTube. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, eine Bewertung. Den Hauke, nicht der Weisheit letzter Schluss, abonnieren. Jean, bekannt von Linux Guides, Linux Guides Admin, seinen neuen Zweitkanal, der hat auch twitch.tv/LinuxGuides. PeerTube gibt es auch nochmal, nicht der Weisheit letzter Schluss. Nicht vergessen die übergeordneten Sachen, die Tux Tage von Jean, die Kieler
Open Source und Linux Tage von Hauke und alle, die gerade auf Twitch bei mir zugucken, twitch.tv/saintofsinner. Kann man so einen Shoutout machen, ne? Hier gibt es auch Shoutouts auf Twitch. Habe ich jetzt irgendwas noch vergessen? Ich vergesse immer mich ganz gerne, ich habe mich aber genannt. Ja, genau, da hast du dich genannt und kommt natürlich bei euch beide Linux euch vorbei. Euch beide, danke fürs dabei gewesen sein, wie immer. Das vergessen. Auch, dass du das wieder so organisiert hast und ja, sonst könnten wir es natürlich nicht machen. Denn die Technik machst du ja hier in diesem Stream, egal wo der jetzt ausgestrahlt wird. Ja, und das ist bei Linux-Tage, da könnt ihr Jean live zugucken, wie er einen Vortrag macht zum, na, was wohl? Linux ist an der Spitze. Ja. Genau. Nee, ansonsten, diesen Podcast gibt es alle 2 Wochen, ne? Live jeden zweiten Donnerstag 19.30 Uhr. Ihr findet einen Terminkalender auf linuxguides.de/live. Dort ist es eingetragen. Ja, ansonsten ganz, ganz herzlichen Dank, ne, an die ganz lieben Zuhörer da draußen. Genau, danke euch und ich sag mal Tschüss für die Folge.